Hi, Dr. House. Hallo, Girlie, dessen Namen ich nicht mehr weiß und dessen Vater ich behandelt habe, weshalb ich nicht weiß, wieso Sie hier sind. Allie, ich glaube, ich habe jetzt das, was mein Dad hat. Ich meine, dieses Rhino-Ding. Ah. Tut das weh? Etwas. In der Brust auch. Ja, alles klar. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber so geht's auch. Fühlt sich gut an. Seit wann gibt es in Jersey keine notgeilen 17-jährigen Jungs mehr? Etwa seit 5 Wochen. Ich war furchtbar einsam. Der Ventilationsscan war normal. Wir sollten ihn wieder nach Hause schicken. Kann hier aber nicht weg. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt Besitzerin Ihres eigenen Rhino-Dings. Ein Rhino-Virus? Sie können nicht weg, weil sie erkältet ist? Ich kann nicht weg, weil Kali es nicht will. House? Hm? Können wir kurz reden? Teppich? Keine Chance. Wozu denn reden? Ihre Freundin hat heute 15 Mal angerufen und nach Ihnen gefragt. Ja, es gibt viel zu reden. Das Porzellan House. Und dann... Sie ist eine Stalkerin. Klar. Ist ja auch undenkbar, dass sie mich interessant und attraktiv findet. Sie muss geistesgestört sein. Sie hat 15 Mal angerufen. Nicht mal ihre Mutter hat so einen interessanten... Vielleicht würde ich mich besser anpassen, wenn es so gewesen wäre. Ich informiere den Sicherheitsdienst. Geht's hier um den Teppich? Dachten Sie, ich gebe auf, wenn Sie mir jeden Spaß dass nicht... Dass Sie Spaß haben, will ich nicht hoffen. Spaß habe ich, aber ich habe keinen Sex. Sie ist gefährlich. So ein Schwachsinn. Sie ist hübsch. Ist sie? Männer sind dumm. Kein Widerspruch. Ich informiere den Sicherheitsdienst. Oh, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Sie ist nicht gefährlich, sie ist einsichtsvoll. Sie können unsere Liebe nicht aufhalten. Hey. Du kannst eine Menge Ärger kriegen, wenn du hier abhängst. Ich wollte sie sehen. Ja, ist mir schon klar. Und allen anderen aber auch. Die halten dich für eine Stalkerin. Ich würde sagen, das ist sowas wie eine Eifersuchtskiste, weil ich an denen kein Interesse habe. Ja, so habe ich auch schon argumentiert. Sie fahren nach Hause? Sowas geplant. In Island wäre ich schon mit 14 volljährig. Dann frage ich mich, wieso der Tourismus da nicht in die Gänge kommt. Es fehlen nur noch ein paar Monate. Dann bin ich volljährig. Dann kann jeder mit mir machen, was auch immer er will. Werde ich in 22 Wochen völlig anders sein? Nach 22 Wochen hat ein Embryo schon Arme und Beine. Es ist nur eine Grenze. Eine willkürliche Grenze, festgelegt von verklemmten Männern in Roben. Ja, wen juckt es schon, was Richter denken? Ich habe gedacht, sie wären jemand, für den Regeln etwas Unwichtiges sind. Du bist... über 10 Jahre jünger, als ich es bin. Ich sagte über. Ich muss jetzt los. Aus. Dr. Cuddy! Kennen Sie zufällig den Weg zum isländischen Konsulat? Diese junge Dame hier, die ich überhaupt nicht kenne, hat gerade danach gefragt. Der Sicherheitsdienst wollte schon die Polizei rufen. Ich will Ihnen das nicht antun, also gehen Sie nach Hause. Sie wollte mitfahren. Da sie allein hergekommen ist, findet sie den Weg auch nach Hause. Und zwar allein. Gleich. Und wenn ich sie noch einmal hier sehe, rufe ich die Polizei. Dieser Blick hat mich etwas angetörnt. Jetzt sind Sie wohl dran. Ich ovuliere gerade, also los. Jetzt ist die Schärfe verflogen. House, das hier ist kein Spiel. Wenn ich sie nicht vernasche, kriege ich dann meinen Teppich wieder? Nein. Wenn ich meinen Teppich abschreibe, darf ich sie dann vernaschen? Hallo. Hallo. Hallo.
schlechte Nachricht für Sie. Sie hat aufgehört, Sie zu lieben. Sie sind hässlich, wenn Sie eifersüchtig sind. Sie ist gestern bei mir gewesen und hat mich angemacht. Sie ist sogar noch vollkommener, als ich gedacht habe. Haus, sie ist krank. Sie sagen krank, ich sage freidenkend. Sie schläft mit allem, was kein Rückgrat hat. Oh, kommen Sie, Sie sind nicht so übel. Die Kleine hat ein Problem. Sie tun ihr keinen Gefallen, wenn sie ihr Aufmerksamkeit schenken. Was soll diese Lügerei? Ist in ihrem Herz kein Platz für Liebe? Sie glauben mir nicht. Ich habe noch nie das Kindergeschwätz geglaubt. Susie würde mit Johnny schlafen. Es ist mir egal, ob Susie Johnny geheiratet hat. Er gehört mir. Sie hat ein Muttermal unter dem rechten Nippel. Nein, hat sie nicht. Sie haben ihre Brüste gesehen? Weil ich sie untersucht habe. Ich habe ihr Herz gehört und das machte Greg House. Greg House. Greg House. Schön, das war gelogen. Hören Sie. Sie ist schon wieder da und ich habe sie in meinem Büro eingeschlossen. Sie müssen mit ihr reden, Haus. Beenden Sie das Ganze. Jetzt hör mal zu. Wenn ich mich mit dir einlassen würde, weißt du, was wir dann zu erwarten hätten? Die Chancen stünden 9-1, dass wir beide im Knast landen. Sie sagen das nur, damit ich verschwinde. Ich sage es, weil es wahr ist. Im Grunde wissen wir beide genau, dass du zu Victor gehörst. Ist da kein Victor in der Klasse? Wenn du nicht mit einem Jungen deines Alters gehst, würdest du es bereuen. Möglicherweise nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber bald. Und dann bis ans Lebensende. Und was wird aus uns? Uns bleibt immer noch Fresno. Ich passe nicht in eine noble Rolle, aber ich sehe, dass die Probleme zweier Menschen absolut unbedeutend sind in dieser verrückten Welt. Eines Tages wirst du das verstehen. Na, na. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Schrott. Gab es ein Erdbeben, als ihr in Fresno gewesen seid? Was? Das frage ich alle meine Freundinnen. Ja, ein winziges. Scheiße. Wieso? Was ist das denn? Das ist nicht Liebe. Du hast eine Spore im Hirn. Coccidioides imitis. Kalifornien ist voll davon. Wenn da die Erde bebt, gelangen sie in die Luft. Du atmest sie ein, kriegst eine Erkältung. Und die verursacht verstopfte Nebenhöhlen, Kopf- und Gliederschmerzen und milchige Tränenflüssigkeit. Und manchmal Verlust der Hemmungen und Urteilsfähigkeit. Verdammt! Also, die Liebe zu ihnen und der Wunsch, Sex mit ihnen zu haben, daran waren nur die Sporen schuld? Du wirst es überleben.